Herzlich willkommen zu einem neuen Video. 5.19 Uhr, wir sind fast pünktlich. Wir rollen in Uexleben vor und es geht tatsächlich mit der BMW-Videoreihe weiter. So, ganz anderes Video, als ihr eigentlich gewohnt wart aus dieser Videoreihe. Jetzt bin ich natürlich selten dumm hier drauf gefahren, aber egal, das schiebe ich schon rückwärts hier wieder raus. Wir sind auf dem Weg zum Wörthersee und holen heute den BMW ab. Der BMW steht immer noch bei Christian. Die haben das Ding ja richtig durchgeschliffen. Es ist ganz früh morgens. Ich sehe sowohl Christian als auch Lars ziehen schon einen Kaffee. Das werden wir gleich auch tun. Ich hoffe, es fängt nicht an zu regnen. Ich habe wirklich seit gestern Abend durchgehend auf Regenradar geguckt. Weil Max killt mich, wenn es jetzt anfängt zu regnen. Aber wir fahren die allerersten Meter mit diesem Auto. Der ist noch keinen Meter gefahren, nur auf dem Trailer und zurück. Das heißt, die Aufgabe, wir nehmen gleich die beiden charmanten Herren im Lexus neben uns, beziehungsweise Marius. Ich will das Auto einfach von außen sehen. Ich glaube, ich finde das noch cooler. Und Max checkt in Bamberg, das sind so 400 Kilometer von hier, das Auto noch einmal durch, kommt damit zum Wörthersee. Und dann steigen wir ins Video wieder ein und werden mal gemeinsam ein paar Meter fahren. Da fahre ich dann auch. Wir können auch nicht ballern, weil Max will das Ding 2000 Kilometer einfahren. Aber ja, ich würde sagen, let's go. Wir gehen mal rein. Ich habe das Ergebnis von dem Auto gar nicht, noch nicht gesehen. Also ich denke mal, ich werde direkt das Handy ziehen und muss auf jeden Fall erstmal ein paar Fotos machen. Aber genug gequatscht, los geht's. Morgen. Grüß dich. Morgen. Ja. Ja, so früh haben wir jetzt unseren Schlafanzug angelassen. Ja. Zeit passt ja jetzt. Haben wir auch in diversen Farben, aber bisher haben die restlichen Herrschaften, die sind scheinbar früher aufgestanden. Die Farbe sieht gut aus. Gibt nur so krallige Farben. Aber da kommen wir später zu. Ja, mein Herz hat auf dem Weg schon geblutet, weil es hat angefangen zu regnen so ein bisschen. Ich habe seit gestern Abend durchgehend auf Regenradar geguckt, sonst hätten wir das Auto auch tatsächlich nicht geholt. Weil, Alter, Max killt mich, wenn ich jetzt 3 Stunden durch den Regen fahre. Ja, aber sieht so aus, als ob es nur eine kleine Husche. Ne, es gab nur eine Wolke, die ist aber eigentlich Richtung Norden hochgezogen. Deswegen. Ja. Dein Herz trauert wahrscheinlich noch mehr, wenn wir hier gleich vom... Ich sag mal ja, ist schon okay. Okay. Ist schon okay. ist schon okay, die Aussage ist so ungefähr wie, wenn ich auf dem Prüfstand sage, ach scheiße, nur 950 PS. Nein, das... Passt? Ja. Wollen wir auspacken? Na los. So, warte mal einfach kurz. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob wir den auf Achse fahren wollen. Junge. Weil, film mal nur hier so gerade mal so von hier. Ja, auch hier schon. Also das ist. Nein, aber auch so diese Perspektive so mit dem Rad und so, wie fresh und neu das halt alles ist, ne? Ja, es ist halt neu. Ich hatte schon wieder vergessen, wie schwarz er ist. Ja, wenn man die ein paar Wochen einfach nicht dieses Uni schwarz sieht, ja. So, und man, keine Ahnung, schwarz Metallic vom Bus mit 80 mal Waschstraße gewohnt ist, ja. Dann vergisst man das ja komplett. Ah, guck mal bitte einmal diese Perspektive, Alter. Ja, ich liebe genau diesen Blick. Von hier. Genau so. Wir wurden ja auch schon hart dafür durchbeleidigt, dieses CSL-Badge daran zu machen, inklusive den Nieren. Nee, Kiem, sorry. Ja. Ist wohl so ein No-Go unter BMW-Lern, wenn es kein Original CSL ist, wenn nicht dieses Auto die verdient hat, welches Auto dann? So sehe ich das. Deswegen bleibt das Schild da definitiv dran. Plus, es sieht einfach geil aus. Weil ich mag das ja generell, wenn man Schriften so unten ansetzt, nochmal. Dann ist irgendwie cool. Geil wäre jetzt gewesen, ich komme Auto weiß. Doch nochmal. British Racing. Ja. Oder was sagt ihr da hinten so? Oh, schon Sonic. Ja, schon kriminell jetzt 1000 Kilometer, ne? Aber man muss das Ding ja mal fahren, oder willst du nur noch weg? Also, ne, das Problem ist ja, das ist ja... Das ist schade, dass man es jetzt so übertrieben hat, weil das Auto lebt davon, dass es fährt. Ja, genau. Das wird noch das geiler ja fahren, als es eigentlich aussieht. Das ist jetzt ja nicht irgendein SR Porsche, den du gar nicht mehr fährst. So, ne? Ne. Ich verstehe es auch bis heute nicht, was die Leute gegen diese Felgen hatten. Weil ich würde gerne für Max jetzt einmal schwarz unter Bodenschutzruhe runterklatschen. Weil, weiß ich nicht, ich finde auch... Weiß nicht, ich bin einfach Fan von den Felgen. Und ja, das sieht absolut geil aus. So, ne? Auch guck dir bitte mal diese fette Pelle hier hinten. Ja, diese Reifen. Diese 10er Felge hier hinten mit den 265er Reifen. Was ist das? So. Weiß nicht. Das ist schon. Ich find's schon hart sexy. Alter, der riecht halt von innen immer noch so wie neu, ne? Aber film mal, wir müssen auch mal Perspektive von hier reinführen. Hier, Marius, zieh das mal rein. Eigentlich ist das fast noch. Ja, ich habe extra eine Rolle Pringles-Kekse mit, die ich da. Nein, nee, wenn du von der Perspektive hier so reinguckst. Auch so wie ja, mit den ganzen Luftdüsen, wie man das so. Ja, das ist schon geil. Ja, so einen Spiegel brauchen wir auf jeden Fall nicht mehr am See, ne?
Den haben wir dabei auf jeden Fall. Ist schon heavy. Junge, diese Airbox, Alter, der soll irgendwas Nasen ein. Ja. Keine Verfügung. Bei Wildschaden musst du erstmal Nasen suchen. Wo ist er hin? Aber ihr habt auf jeden Fall euch selbst mal wieder übertroffen. Weil ich sehe tatsächlich wirklich gar nichts mehr im Lack. So soll es sein, ja. Noch nicht. Ja, wer weiß. Naja. Wenn jetzt also muss Sonne auf den Einschläge. Muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, hätte ich niemals erwartet. Da hätte ich als Laie wirklich gedacht, wenn das einmal so unterm Lack ist, dass man das unmöglich so köpfen kann und glatt ziehen kann, dass das wieder, dass das wirklich so weg ist. Also habt ihr mega gemacht. Wirklich. Gut aussieht draußen. Muss ich einfach mal sagen, sieht einfach nur geil aus. Ist eigentlich einfach nur, für mich ist er wirklich einfach nur perfekt, wie er hier steht. Dann lass ihn mal stehen. Poliert, geschliffen. Lars, erzähl noch mal einmal, ist da jetzt versiegelungsmäßig irgendwas drauf? Ja, genau. Ein Hochleistungswachs. Rosa! Genau, zum Abschluss noch mal. Bräuchte auch rosa Tuch? Nein, brauchst du nicht. Okay, aber das heißt, Wachs klingt für mich immer relativ weich. Der bleibt aber jetzt schon auch länger drauf? Also das bleibt länger drauf. Der ist richtig. Fall, ja. So 10, 12 Wäschen auf jeden Fall. Also bis nach dem Wörterle. Ja. Ja, würdest du auch empfehlen, wenn dann nur wieder jetzt sowas drauf zu machen? Ja, auf jeden okay. Fall. Gerade bei Schwarz. Ja. Ja. Also nicht jetzt irgendwie so in Richtung Keramik, irgendwas Härteres oder so, sondern wenn dann eher öfter mal mit so einem Wachs rüber und fertig. Das kann man schon machen, ja, mit der Keramik-Sache, aber musst du jetzt wissen, das ist ja deiner. Also Wachs auf jeden Fall, weil das schont ein bisschen den Lack. Genau. Okay. Ja, okay, genug gequatscht. Kennzeichen dran und los geht's. Ja, echt? Ja, ja? Muss. Oh, aber klar. Ein bisschen Sound bekommt er noch. Weil ja, okay. Geht auch. Ja, gut. Ich sitze erstmal im Leben im BMW, Alter. Ja, endlich mal ein normales Auto fahren hier. Ich freue mich für dich. Ja. Ja, aber guck mal hier, Alter. Ist noch, sieht schon einfach Chef aus. Das ist ein sehr schönes Auto. Ja, vorhin steht auch richtig schön. So, 6 Uhr. Dreiviertel Stunde, dezent in time, jetzt 3 Stunden nach Bamberg und dann geht's weiter. Yes. Ja, wir sehen das Auto das erste Mal fahrend, wobei ich würde es nicht fahrend nennen, es ist eher hüpfend. Alter, erzähle, was hast du da wieder? Das ist aber jetzt wirklich hier wieder Nordschleife Clubsport 3XL, oder? Wobei, jetzt muss man fairerweise sagen, wir haben ja noch drüber gesprochen, das Auto ist jetzt doch wieder so leicht geworden, dass der jetzt gerade wahrscheinlich von der Dämpferkennlinie einfach viel zu hart ist. Aber brutal, wie das Ding springt. Wie in der aktuellen Formel 1, siehst du? Ja, ja, es sieht echt aus wie ein Formel 1 Auto. Klang mega, extrem kurz übersetzt. Hier bei 100 hat Marius irgendwie schon 3000 drin. Wir haben ja das kurze Drechsler-Diff hinten drin. Aber optisch das Auto jetzt rollen zu sehen, ist für mich einfach nur Traum. Auch so jetzt gerade diese Heckansicht. Kurz zum Kennzeichen: FK steht für Fritz, logischerweise. Da kommt, das hat eine Bedeutung, also ist es zwar mein Sohn, aber es hat noch eine andere Bedeutung, kann ich noch nicht mehr zu verraten. Da kommt auf jeden Fall im Laufe des Jahres bis zur Essen Motor Show kommt noch eine Erweiterung und dann macht dieses Kennzeichen noch umso mehr Sinn. Aber ich fand's cool. PK war nichts frei und deswegen kam an zweiter Stelle FK. Ja, boah, okay, jetzt erstmal ein bisschen genießen und dann mal wegfahren. So ein Ding, Alter. Ohne Scheiß. Ja, das waren jetzt so die ersten Viertelstunde, 20 Minuten knapp. Alter, riecht das Auto weg, wirklich. Ja? Also das Fahrwerk ist eine Katastrophe, leider. Also viel zu hart. Ja, falsch aber, eingestellt halt. Ne? Alter, dieser Klang, Junge. Du kannst jetzt nicht... Also, ja. Also als du einmal Leemut gefahren bist... Das, was man an Drehzahl da irgendwie anbieten konnte, ne? Boah, klingt das Ding pervers, Alter. Boah, ohne Scheiß. Alter. Du drehst halt am Teller, sag ich mal, ja? Ja.
Der Tank ist voll, Marius. Nee, ich suche den Fallstab. Wo hat denn der den? Ich auch nicht. Ich bin noch nie BMW gefahren. Also bei den neueren gibt es keinen Fallstab mehr tatsächlich. Ja, aber der hat doch, oder hat der auch, ich weiß nicht. Aber schneid das raus, ne? Ja, aber ich muss sagen, vollsten Respekt, Max. Hatte gar keine Zweifel, dass das Ding keinen Meter gefahren ist und trotzdem fährt. Und wie ihr seht, fahrt, wird nichts zu heiß, läuft nichts aus, qualmt nichts. Das ist echt geil. Er ist tankvoll, weiter geht's? Ja. Alles klar. BMW ist immer so eigentlich, ne, oder? Du bist immer so auf jeden Fall. Ich fand's ganz geil. Du bist eingestiegen, erstmal Fenster unter Arm raus. Ja. Und so von der Seite auch, wenn man dich vorbeifahren sieht und du so nach vorne auf die Straße schaust mit deiner Cap, du passt einfach in dieses Auto. Ja, das ist jetzt erstmal zum Warmwerden und danach geht er vielleicht dann noch raus. Weißt du mal, ja, muss auch gucken wegen dem Lack dann, ne, ob man das will. Ja, ich glaube, darum hat Max hier die Handschuhe hingelegt, weil die kann man sich dann dafür anziehen, dass man Lack dabei nicht zerkratzt. Das ist natürlich geil, alles klar, ich verstehe. Ja, was soll ich euch sagen? Station Nummer 1 geklappt. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Ihr werdet es gleich sehen. Warum? Ah, mir fehlen die Worte. Zieht es euch bitte rein. Wir haben einen neuen BMW-Fahrer dabei. An der Stelle nochmal vollsten Respekt an Christian. Warte, wir müssen uns ja einmal kurz. Vollsten Respekt an Christian und sein Team. Dieser BMW ist einfach so geil geworden. Alter, wie die das Ding geschliffen und poliert haben. Jeder, der dieses Auto sieht, wird es einfach nochmal erkennen, weil der Lack ist jetzt wirklich einfach komplett spiegelglatt. Wirklich. Emotional gerade wirklich Höchstpunkt, die ganzen Autos fahren zu sehen. Es fehlt nur noch eine Sache, dass ich jetzt auch noch auf Achse in einem Auto unterwegs wäre, weil dieses Dreiergespann mit dem Lexus. Hey, aber du bist doch mit dem Auto hier auf Achse unterwegs. Ja, klar. Dann so die alten Zeiten. Das ist so wirklich, mittlerweile kann man ja auch sagen, die alten Zeiten. Weil vor 8 Jahren bin ich mit Limo noch auf Achse da runtergefahren zum See. Und deswegen macht es mich umso glücklicher und stolzer, dass man heutzutage sowas einfach machen kann und gleich mit mehreren Autos runterfährt. Und wir hoffentlich jetzt einfach dort eine geile Zeit haben werden. BMW geht jetzt zu Max. Läuft einwandfrei, extrem kurz das Diff, 120 sind so 3.500 Umdrehungen schon, da ist ja ein kurzes Drechsler-Diff drin, eben gerade schon weicher gemacht, weil Selim hat das Fahrwerk doch ziemlich knackig eingestellt, aber das ist halt der Vorteil, Zugstufe, Druckstufe kombiniert verstellbar, maximal weich gedreht mit ein paar Klicks, jetzt fährt es richtig komfortabler. Jetzt zu Max, dort Auto abliefern, Max checkt das Ding nochmal durch, er fährt den zum See und dann mal gucken, wie es auf der Reise weitergeht. Na, ausgeschlafen? Ja, ich glaube, wir sind da. Max ist ja umgezogen, neue Halle. Wir müssen erst mal gucken, wo wir hier hin müssen. Und dann bringen wir ihm sein Baby zurück. Oh, komm, mein Schatz, lass dich erst mal drücken. Alles gut? Guck dir, was für ein schönes Auto gebaut Hallo. Hast. Hallo. Ich weiß, was ich gerade gesehen habe als erstes? Die ganzen Mücken auf der Frontscheibe. Ja, aber er hat wacker durchgestanden. Nee, aber hat echt perfekt durchgehalten. Zum Glück hat er es gerade noch so hier auf dem letzten Zylinder. Mal so, du weißt ja, wie das bei anderen Leuten ist, wenn du so ein Auto baust, ne? Weißt du? Ja. Eigentlich noch 10-mal überprüfen, dies, das, jenes, vermessen und so weiter. Ja. Und ich gesagt, nee, wenn Max das macht, dann wird der schon laufen. Sehr zuversichtlich, ja. Aber. Mhm. Was sagst du? Hab schon vermisst, ja. Echt? Ja. Was zum Teufel geht hier schon wieder? Ja, das ist E46 Bodengruppe Hinterachse. Das ist so ein kleines, ja, was hat man, Pilotprojekt? Keine Ahnung. Ich habe da mal was überlegt, halt, wie du irgendwie einen Hilfsrahmen basteln könntest, ne? Weil es ja eigentlich nicht viele geile Varianten gibt, außer halt das, was wir bei dir auch gemacht haben. Die Bleche hier rein und eigentlich könntest du ja einen Rahmen jetzt daraus machen, sag ich mal, ne? Und hier hast du ja dann noch die Brücke Differential, das heißt, am Ende hast du einen Käfig und da werden wir jetzt mal gucken. Wir haben bei mir nur diese Platte komplett eingesetzt, ne? Die und die. Und die nur ein bisschen kürzer, ne? Oder? Weil die genau, auch so tief, genau. Und die auch echt? Ja. Sicher? Ja. Er muss ja, weil du kriegst sonst die Höhe passt nicht mehr vom Diff, von der Diff-Anschraubung. Und du warst echt so, hast hier so ein
Heckblech einfach nochmal neu gekauft, neu gegönnt hier bei BMW. Ja. Gibt es was danach zu kaufen? Ja. Kostet? 700 Euro? Ah, okay, also schon noch Geld, ja. Ja. Da gibt es aber auch nicht mehr viel, glaube ich. Und ist aber bei jedem E46 gleich, ne? Also ist jetzt egal, ob M3 irgendwann immer gleich, ne? Ja. Okay, das heißt Aufgabe jetzt hier einen so einen kompletten Rahmen reinmachen, den man drauf sitzt. Dann aber immer noch geschweißt. Dann musst du ja wahrscheinlich, ne? Wenn du die eigenen Risse ja loswerden willst, musst du eigentlich schon immer schweißen. Ja, das sowieso. Da kommst du nicht drum rum. Aber ich habe jetzt geplant, irgendwie hier so ein Gerüst zu bauen und dann mal zu gucken, beim Kumpel mal auf eine Presse dann aufspannen, um das mal zu verwinden oder mit Spanngurten. Da kriegst du ja auch schon 5-6 Tonnen zusammen, ne, um mal zu sehen, wo wandert der Riss und so. Ja. Ist eigentlich eine Aufgabe für Daniel, ne? Einmal scannen, komplett. Ja. Das wird auch der Daniel noch machen in Zukunft. Das war jetzt nur mal ein bisschen gekattet und gelasert, alles mit Hand. Ja, und ich überlege, ob nicht es gehen würde oder was bringen würde, wenn man das komplett scannt, meinetwegen aus Styropor eine Negativ davon fräst und sich eher eine Art Carbon- oder Kevlar-Schale macht, die man einfach draufklebt, dass sie gar nicht schweißen muss. Hinterachsreparatur 8.499 Euro oder wie? Ja, wenn ihr hier. Wenn Also, Philipp, klar, komm. Ja, aber bevor du jedes Mal schweißen musst, wäre es ja schon einfacher, ein bisschen blank machen und kleben, oder nicht? Weil das ist ja ein relativ einfaches Teil, weil das lässt sich ja entformen. Das ist ja nicht nur Hinterschnitt. Ich weiß ja nur nicht, ob du mit dem Kleber wirklich diese Verbindung und diesen Zug Dach klebst auch hin. Ja, schon, aber weil, guck mal, das ist ja immer noch was anderes. Und am Dach hast du ja nicht dieses permanente Geruckel, Gewackel, die Achse reißt da dran, weißt du? Das ist die Frage, ob das nicht anfängt zu reißen mit der Zeit. Genau, deswegen mal. Aber nur so eine Idee. Nur so eine Idee, wie immer. Also, ich wollte noch Sponsoring hier. Kein Problem. M2 Competition. Trackcode-Flügel. Ich dachte schon, das ist jetzt E46 GT3 RS-Version. Ich habe neulich tatsächlich in E46, nicht RS, wie heißt das Ding da mit den Kotflügeln, die ausgestellt sind? GTR, genau, gesehen. Geil. Also, auf dem Bild. Das ist ganz geil aus. Erst so dagegen, also nee, Auto ist perfekt, wie es da steht. Aber sah geil aus. Okay. Ja, wollte ich nur kurz wissen, hat mich interessiert. Alles klar, weiter geht's. Ist halt einfach nichts mehr, ne? Ist halt jetzt einfach ja, wie Glas. Da ist ein Wachs drauf. Ja. Kann sein, dass man den, man sieht es jetzt schon in der Sonne leicht, der wird noch ein bisschen matt an manchen Stellen wieder werden. Mhm. Also man wird ihn auf jeden Fall einmal mit Tuch wieder bearbeiten müssen. Mein Gott, jetzt kriegt er erst mal ein paar Kilometer und dann passt es. Also er hat jetzt ungefähr, würde ich sagen, 350, 400. Mhm. Ja, ist ein Auto, das muss bewegt werden. Das heißt, muss gefahren werden. Das heißt, bis Wörthersee fährst du jetzt 2000 ein, oder? Ich nehme halt Öl mit und mache dann am Bonn am Wörthersee dann ganzen Tag hin und her hier. Ölwechsel, ja. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ich muss noch ein paar Kilometer fahren und mache dann schon mal richtiges Öl rein. Keine Ahnung, wie ich das mache. Zeitlich sehr begrenzt, aber... Aber du würdest hier normalerweise echt 2000 Kilometer mit dem Öl fahren? Ja. Was? Lass es 1500 sein. Ist nicht so wild bei dem Auto, aber ja, ein bisschen Einfahrservice brauchst du schon. Vor allen Dingen ist es auch immer normalerweise anderes Öl einfahren. Aber du fängst dann nicht nochmal an, Pleuellager zu gucken und so weiter? Nee. Ja, wenn der Ölfilter Spende wirft, dann schon. Wobei es dann auch egal ist, weil dann geht der Block ja zurück zu BMW. Aber dem ist ja wahrscheinlich nicht so. Kriegen wir dann CSL als Leihwagen, oder? Wahrscheinlich, ja. nee, ganz normal nach dem Einfahrservice machst du halt nochmal Diff-Kontrolle. Das sagt ja auch Drexler, wenn du ein neues Diff hast. Klar, Ölwechsel, Ölfilter. Kontrollierst nochmal alles, drückst das Kühlsystem ab, alle Füllstände und dann passt es nicht. Wie guckt man bei dem Ding nach Öl? Ja, Philipp. Also der CSL. Weil vorbildlich wollte Marius nach Öl gucken vor Fahrtantritt. Ja, da musst du ein Schrauberpaket mitnehmen. Also, CSL oder CSL Airbox ist folgendermaßen: Der hat einen kurzen Ölmessstab, der ist unter dieser Ansaugung, ja. Da musst du das machen, zerlegen, wenn du das händisch prüfen willst. Ansonsten ist es so, dass auch der CSL einen Ölsensor hat, der eine elektronische Abfrage über das Kombi-Instrument machen kann. Ah. Siehst du bei dem tatsächlich auch schon? Also hilft nur eins, mit der Bohrkrone hier ein Loch rein, richtig, dass man da halt vernünftig rankommt. Schöne Kernbohrung. Genau. Schöne Kunststoffkappe hier, vielleicht können wir die nehmen, die könnte genau passen. Ja. Falschluft gibt es ja eh nicht. Ne, ja, aber du hast ja perfekt Öl drauf gemacht, deswegen. Ja, braucht man nicht. Der ist eh eigentlich minimal überfüllt, aber das ist ja normal, wenn du den. Großes Lob auf jeden Fall. Echt mega. Das Ding fährt echt. Also, wenn ich das vergleiche mit einem zwei Jahre jüngeren
einen älteren B5, fährt dagegen wie ein Scheißhaus auf. Das muss man einfach mal so das sagen. Das wollte ich jetzt hören. Also klar, hier ist alles neu dran, so weiß ich alles, aber es fährt einfach nur. Ich habe echt schon gedacht, so, boah, ihr fahrt das Ding so unvermessen und keine Ahnung was, das wird wahrscheinlich so zu Sodom. Ja, ja, ja. Das Lenkrad steht ein bisschen schief, aber. Ja, gut, kriegen wir noch. Ja, ich habe Weicher gedreht. Schaut schon das Gewebe raus. Hab Weicher gedreht und jetzt ist das auch straßentauglich. Ja, jetzt fühlt es sich nur noch so an, als wären gefühlt vier Bar auf. Selim hat es gut gemeint wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Der Luftdruck fühlt sich zu viel an, auf jeden Fall. Der ist aber auch, glaube ich, zu viel, weil ich habe, bin ich glaube ich der Meinung, vor der Messe 3,5 Bar oder so. Ja, ja, habe ich gesagt. Ja. Ich habe auch direkt gesagt, Max hat garantiert wegen Stehen und so weiter ja richtig Luft drauf gemacht. Aber so fühlt es sich an, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Nein, schlimmer. Wir sind losgefahren, das war wirklich schon. Die Mütze ist runtergegangen. Ja. Aber hatten wir an dem Fahrwerk irgendwas eingestellt? Nee, wir haben es einfach nur eingebaut. Den Sturz habe ich nochmal ins Positive verändert. Nee, weil Seele meinte, das Ding hat 18 Klicks und wir waren halt 5 vor komplett zu. Also das ist gut. Also das war so, ja, so früh. So ein Riss im Dom? Nee, ist also. Nee, es fällt dir, also jetzt ist schön. Ist straff, aber ist schön. Also das ist gut. Ja, perfekt. Okay, das heißt, du hast jetzt noch 1-2 Tage Spaß mit, checkst den nochmal ein bisschen durch. Ja. Und dann sehen wir uns am Wörthersee. Und dann fahre ich nämlich auch die erste Runde mit, beziehungsweise fahre die erste Runde zusammen. So machen wir das. Und dann gucken wir mal, was da unten so geht. Auf jeden Fall. Geil. Danke. Gute Fahrt. Bis dann. Hast du geschafft, ja? Läuft, Auto, noch Eile, alles gut, alles toll. Geht so. Jetzt kommt tatsächlich der Moment, wo ich dieses Auto fahren soll, ne? Irgendwie hast du nicht so. Nee. Doch, doch, doch. Echt, okay. Max wollte eigentlich direkt Villacher Alpenpassstraße, habe ich gesagt, vergiss es. Vergiss es. Kurz die das letzte Video nicht gesehen haben. Ihr werdet sehen, ihr habt eure Räder bekommen. Hier sind jetzt ein paar CSL-Räder drauf. Gab leider ein paar, eigentlich nur ein Problem mit einer BBS-Felge. Da hat sich eine Schraube gelockert, Luft ist raus, Reifen kaputt. Deswegen vielen, vielen Dank an die geile Community. Gab es tatsächlich jemand, der seinen Radsatz zur Verfügung gestellt hat. Max hat den abgeholt und in der Nähe von Ingolstadt noch das Auto drauf gesteckt, damit wir hier zum Wörthersee kommen. So war's. Diese Geschichte ist wahr. Und ja, Max, erzähl mal, wie weit ist jetzt hier so mit Einfahren und so? Die Fahrt bisher, alles top, alles gut. Also erste Fahrt war ja von euch schon so knapp 400 Kilometer bis zu uns. Bei uns bin ich nochmal 150 gefahren. Dann Ölwechsel. Normalerweise machst du den ja relativ spät erst, nach 1500, 2000, aber ging nicht anders. So. Das richtige Öl drin, neues Öl drin. Ja, bis hierhin jetzt aktuell nochmal 700. Also bist du schon so bei 1500 und ja, kann man schon so langsam ein bisschen pushen. Ja. Jetzt haben wir hier so eine ganz dezente Ethanol-Fahne, kommt hier gerade rüber. Und Lautstärke, das ist eher das Problem hier gerade. Also schreit mich ruhig gerne aber ein bisschen an hier. Wir quatschen gleich im Auto auf jeden Fall darüber. Doch kurz an der Stelle, wenn du das Auto so jetzt siehst, BBS oder CSL-Räder? Voll komisch, aber ich bin jetzt wieder bei dem BBS. Bei dem BBS. Macht das Auto spektakulär. Diese Fahrbilder, die ihr auch in diesem Video davon sehen werdet, es hat mich einfach so weggescheppert. Also ich liebe das Auto wirklich mit dem BBS. Ich finde es ultra geil. Und ich weiß auch, dass jeder, der das Auto hier live gesehen hätte, das definitiv auch geil gefunden hätte. Deswegen ist es schade, dass wir jetzt nur mit den Rädern hier sind. Aber erstmal mega, mega geil, dass das Auto hier ist. Und jetzt kommt der spannende Moment. Ich darf endlich eine Runde fahren. Jawohl, sehr cool. Viel Spaß euch beiden. Lasst Teile bitte, okay? Ja, ja, wir fahren entspannt. Also ein bisschen Gas geben kann ich schon. Ja. Geil. Geil. Erstmal E46 M3 hier. Neuen Kameramann hier, oder was? Geil! Ah, ich sehe uns schon mit dem Milzerwerk hoch und runter peitschen. Ja, Fahrwerk haben wir jetzt hier auf ganz weich gestellt. ist aber irgendwie geil, also ich finde es gut. Aber man merkt schon, dass er irgendwie so ein bisschen. Ja, so. Er schluckt nicht so viel. Fährt so rüber irgendwie so, ne? Echt. Man merkt natürlich mit dem Drexler-Diff und der kurzen Übersetzung, wie knackig kurz das Ding jetzt geworden ist, weil man ist ja gefühlt nur so am Schalten von Gang in Gang. Ja. Aber ich finde es, muss ich sagen, nicht negativ. Also ich finde die Übersetzung eigentlich so ganz passend. Ja, ja. Ich glaube auch für den Sauger, dass der dadurch extrem spritzig wird, definitiv. Ja. Okay, das Bremsenquietschen passt eigentlich nicht ganz so zu dem Auto, ne?
war der falsche und der ist nicht lieferbar, wie war das, ne? Richtig. Und dann geht sofort alles nicht. Ja, es ging ja bis vor 3 Tagen die KMH-Anzeige nicht. Da haben wir jetzt quasi 3 richtige Sensoren bekommen. Und der eine, der ist leider noch ausgeblieben. Das heißt, wir haben jetzt trotzdem unsere KMH-Anzeige, aber das ABS ist jetzt aktuell nicht aktiv. Deswegen müssen wir auch ein bisschen vorausschauender fahren. Aber kriegen wir hin. Aber ich bin eh nicht so der ABS-Fahrer. Das ist wieder. Nein, aber erste Meter auf jeden Fall geil. Also auf jeden Fall muss ich sagen, bis auf das Quietschen der Bremsen, wirklich 100% straßentauglich. Und ich sitze hier so ein bisschen wie so ein Affe auf dem Schleifstein. Ich musste ein bisschen schräger nach hinten sitzen und ein bisschen tiefer. Aber gibt auf jeden Fall auf den ersten Metern direkt ein extrem sicheres Gefühl, finde ich. Ne? Und wir haben jetzt natürlich auch extrem schlechte Straßen hier. Weiß nicht, irgendwie so, man setzt sich hier definitiv rein und das ist so ein Auto, wo man direkt Bock auf Ballern hat. Und man ist sehr schnell warm damit. Ja. Und Innenraum ist für mich wirklich auch leider perfekt so. So mit dem Carbon, das Alcantara, diese Mischung, ich würde auch auf keinen Fall hier ein Radio reinmachen. Was ich gut finde, ist, dass er keinen Schubabschaltknallen so macht, ne? Weil das wäre, glaube ich, jetzt bei dem Sechszylinder noch, ja, das wäre zu heavy. Ja, passt doch einfach nicht zu der Generation auch. Ja. So. Ja, Phil hat doch wieder eine halbe Straße, oder was? Richtiger BMW-Fahrer. Ja, man sieht, dass es dir Spaß macht. Ist das so mit Driften und BMW? Sehr einfach, aber ich weiß nicht, ob da die Alpenstraße gerade perfekt Ort dafür ist. So, wir brauchen einfach mal einmal das volle Klangerlebnis. 2000. Krass ist, hätte ich gar nicht gedacht, dass das Ding so drehmomentstark ist unten raus, ne? Ja. Auch das hat Mario schon festgestellt. Das Ding fährt ja, oh jetzt müssen wir uns grüßen unter einem Dreifahrer. Das Ding fährt ja bei 2,5 los. Das ist halt das schöne Plus dieser Doppelwarnus, ne? Das macht einfach Bock, ne? Ja, vor allem, wir sind ja immer noch in einem Bereich, wo es. Wo die Musik wahrscheinlich gerade mal losgeht bei 6,5. Ja, ne? Ja. Wo, wie viel dreht er jetzt? Wo ist hier der Begrenzer? 8,5. 8,5, krass. Richtige, guckt euch diesen Kameraprofi an, Alter. The Man. Vor allem, es wird halt so dreckig und eklig laut. Eigentlich so ein Drehzahlfahrer, ne? Ich merk's. Ich bin eigentlich so jemand, der ja gerade so durch diese Turbomotoren, die gehen ja immer kaputt, wenn du unten rausfährst, bin ich eher so einer, der oben rausfährt. Und das Ding klingt so dreckig oben raus, dass ich mich gar nicht traue, da oben so zu fahren. Weil es wirklich so schon in Richtung Rennmotor geht. Vierter, fünfter brauchst du eigentlich gar nicht noch. Nee, ich brauche nur erste, zweite. Das ist eigentlich so. Normalerweise würde ich immer so fahren, aber das Ding klingt das Ding klingt so räudig bei der Drehzahl, dass ich da tatsächlich freiwillig einen Gang hochschalte. Bin ich hier im M3 Club angekommen? Gut? Ja. Mega. 1 plus. Würde ich am liebsten doch flacher fahren jetzt. Aber aus reinem Selbstschutz lassen wir es lieber heute. Irgendwie geil dieses Unschwanz einfach aussieht. Ne? Ja, klingt auf jeden Fall schön assi von außen, die Bude. Ich hab gerade gesagt, das ist das erste Auto, was so räudig auf Drehzahl klingt, dass selbst ich nicht nur so auf Drehzahl fahre. Ja, das klingt geil. So, fährst du bei 5000 so in diese Resonanz rein, klingt das so, als wenn du mit so einem Formel 1 Motor hier durchgehst. Weil oft ist ein M3 ja so hell, das mag ich nicht so und der ist schön dumpf. So. Und das waren trotzdem nur 6,5 immer? Ja, reicht für dich erstmal. Lass eine Heile für Fritz noch. Ne?
Also ich will es wirklich noch nicht übertreiben mit dem Auto. Wir gönnen ihm schon noch ein paar Einrollphasen. Aber boah, das wird ja richtig saftig. Also wenn das Ding den Bilzer Berghofen runterschreit, ist das schon krass. Vor allem, also es ist jetzt halt wirklich eine richtig geile, gesunde Mischung aus Airbox und Auspuff, ne? Ja. Gesunde Mischung trifft es ganz gut. Naja, ist schon wirklich lange her, dass mich mit dem Auto mal so umgehauen hat. Das freut mich. Wirklich, so wie das Ding so marschiert und schreit und... Also das ist schon Emotion pur. Wenn jetzt hier noch BWS drauf wären... Ja, wäre schön. Geil. Reloaded. Und das waren auch wieder nur 6,5, ne? Das waren noch nicht mal 8,5. Ich will nicht wissen, wie assig das wird, wenn man da dann rausdreht. Also Max, ich muss sagen, du hast mich auf jeden Fall überzeugt. Ich oder das Auto? Ich bin jetzt voll in den BMW-Wahn drin und überlege, ob wir nicht nächstes Wochenende gleich zur Nordschleife fahren. Das geht jetzt alles ein bisschen schnell, aber ja. Nein, also ich muss schon wirklich sagen, geiles Auto, bockt mega, macht ultra Fun, wirklich. So, hätte ich nicht gedacht, dass ich mich für 3,2 Liter ohne Turbo nochmal so begeistern kann. Das freut mich. Weil so vom Sound her und so irgendwie so, und man muss immer noch dazu sagen, wir haben vielleicht maximal 7 gedreht und nicht 8,5. Also wenn ich da mal so richtig am Hebel ziehen darf. Ach, sind wir schon bei 7, ja? Ja, bei 7 waren okay, schon. Okay, okay. Also akustisch waren wir bei 14,5. Ja, also akustisch waren wir bei 14,5, aber waren nur 7. Gibt es davon Videos? Ja. Er braucht aber eigentlich nur erst. Okay. Er ist auch jetzt hier neuer Kameramann, ist der vierte im Team jetzt hier. Alles klar. So gut gemacht. Lisa wurde schon nervös, dass du auf einmal nicht mehr Kameramann bist. Nach Hannover ziehst. Weiß meine Qualitäten zu schätzen. BMW Stützpunkt Hannover. Nein, ja. Da muss ich wirklich sagen, geiles Auto. Mega Bock gemacht, fährt ultra geil. Findest du auch so, also ganz ehrlich, von der Leistung okay? Oder ist, weil du bist ja alles unter 1000, hast du ja gesagt, ist Philippons, ne? Also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen. Alles gut, Marius. Wenn wir dieses Auto erstmal artgerecht benutzen. Das heißt, nicht geradeaus, erster und zweiter Gang, sondern da an ein paar Kurven kommen, man ein bisschen bremst und so weiter, glaube ich, ist die Leistung mehr als ausreichend. Du hast ja schon gemerkt, dass es so ein bisschen Tanzen anfängt, ne? War jetzt aber tatsächlich so, es hat mich jetzt nicht gelangweilt, mit dem Auto rumzufahren, sondern das ist schon kernig. Ja. Also am meisten begeistert bin ich wirklich von der Akustik, aber gar nicht unbedingt von dem Auspuff, sondern wie dieser Motor so auf Drehzahl klingt. Das Paket halt, ne? Der so, Motorauspuff. Genau, weil es ist jetzt ja nicht so, dass der keine Geräusche macht, sondern der macht ja Geräusche wie Rennmotor. Und ich finde, das Geile ist, von 1000 bis 8000 immer andere, weißt du, immer, alle 1000 Umdrehungen hört es sich irgendwie anders an. Nein, ich kann es nur leider bis 7000 beurteilen. Immer größere Späne. Also, Pleuellager bestellen müssen wir bald tauschen. Wahrscheinlich. Nein, war eine mega geile Fahrt, hat mich übelst gefreut. Auto bleibt jetzt mit Max noch hier am Wörthersee, also falls ihr ihn seht, liebe Grüße, guckt euch noch ein bisschen an. Und dann geht es wahrscheinlich als nächstes, eigentlich müssen wir auf jeden Fall mal auf den Prüfstand, weil ich finde auch, das Ding steht richtig gut im Saft. Ja. Prüfstand und dann geht es auf jeden Fall auf den Renncheck, ne? Machen wir so. Hast du geil gebaut, vielen Dank, hat mega Bock gemacht. Und wir gehen jetzt noch was essen und dann mal gucken. Okay, ciao.